Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop. Heute ist der 9. Januar 2023. Kaum ist das Jahr gestartet, so sehen wir uns, also oder Sie sehen mich heute schon das zweite Mal in diesem Jahr. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich auf das heutige Agile Care Seminar oder auf den Workshop. Ganz besonders freue ich mich, dass ich wieder unterstützt werde, auch heute, denn ohne das geht es nicht, durch meine Frau Renate und Tochter Claudia, die im Hintergrund insbesondere ihre Fragen aufnehmen, die sie im Chat bitte äußern. Und das kann schon passieren, während ich sozusagen meine Vorrede oder meine kleine Präsentation halte. Und damit bin ich bestens gewappnet, ihre Fragen zu beantworten, denn gleichzeitig den Chat verfolgen und Ausführungen machen, das schaffe ich noch nicht. Ich begrüße Sie ganz herzlich und lassen Sie uns starten. Lassen Sie uns so starten, dass ich Ihnen zunächst die Folien, die ich vorbereitet habe, zum Download zur Verfügung stelle. Ab jetzt können Sie das tun und ich starte in der Zeit schon die Präsentation. Heute am 9. Januar geht es also auch wieder darum, für beste Lebensqualität Hinweise zu geben, Wissen zu verbessern, um Agile Care noch effektiver einzusetzen. Und Agile Care hat es drauf, wir können mit Agile Care unsere Lebensqualität verbessern. Das haben die Jahre vorab schon gezeigt. Es liegt an uns. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und hier blende ich wieder wie immer die Kommunikation ein, die Sie für mit uns möglich haben und die sozusagen die Grundlage unserer Beratung für Sie ist. Da gibt es das Ticketsystem, Live-Chat und Forum über den Link, der oben eingeblendet ist. Dann gibt es montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr die Möglichkeit, mich anzurufen. Bitte nur die Telefonnummer verwenden, die eingeblendet ist. Es erfolgt garantiert ein Rückruf. Ja, und dann als Neues dazugekommen ist, dass wir jetzt die Videos der Präsentation sammeln, für Sie dauerhaft sammeln und Sie können die sehen über die Homepage und gehen dort über Support und dann Agile Care Workshops und dann können Sie nach 2022 und 2023 aufgelistet die Videos sehen und auch dort haben Sie die Möglichkeit, die Downloads in PDF noch vorzunehmen. Ja, und auch das möchte ich einblenden. Es zeigt sich immer wieder, gerade bei den Beratungen stelle ich fest, dass noch nicht alle Potenziale von Agile Care ausgeschöpft werden von einigen Anwendern. Und deshalb empfehle ich wirklich und lege Ihnen es ans Herz, schauen Sie bitte in unseren YouTube-Kanal und dort der obere Zugang, dort können Sie lernen, die Effektivität mit Agile Care zu erhöhen, also noch schneller zum Erfolg zu kommen. Und zweitens, darunter sehen Sie einen ganz wichtigen Punkt, nämlich Randbedingungen zu optimieren. Das ist der darunter liegende Link unseres YouTube-Kanals. Und wenn Sie also auf Präsentation zurückgreifen wollen, ich sagte es schon, dann über die Homepage, dann Support und Agile Care Workshops über das Menü, also im Menü auf Support gehen, dann klappt das Menü auf und dann finden Sie im aufgeklappten Menü dort unter Support Agile Care Workshops. Dann kommen Sie auf die Seite, wo Sie zwischen 2022 und 2023 hin und her schalten können und können dann die entstandenen und dort abgelegten Videos betrachten, konsumieren, Ihr Wissen vielleicht etwas festigen, weiter festigen oder auffrischen. Ja, und dann spreche ich jedes Mal darüber und ich möchte es auch heute auf keinen Fall versäumen, denn
Wir sind zu großem Dank verpflichtet denjenigen, die uns Empfehlungen weitergeben an potenzielle Anwender. Und Sie sind bitte so nett und gehen in den drei hier dargestellten Punkten vor. Dann funktioniert das auch und wir können uns auch dann, wenn der Kauf erfolgt ist, bei Ihnen mit 150 Euro bedanken. Und ich bedanke mich an der Stelle nochmal mit meinen Worten für die vielen Anwender, die das schon genutzt haben, die also Empfehler für potenzielle Anwender sind. Und das hat nämlich mehrere Vorteile. Erstens einmal, die von Ihnen gewonnenen Anwender haben die Möglichkeit, ihre Lebensqualität zu verbessern. Sie haben damit was Gutes getan. Die Anwender tun dann etwas Gutes. Wir haben neue Anwender, können uns um diese kümmern, können die beraten, auch dafür sorgen, dass sie noch effektiver arbeiten. Ja, und wir können uns bei Ihnen bedanken mit der Provision. Also eine wirklich Win-Win-Win-Situation. Ich möchte zum ersten Workshop in diesem Jahr am vergangenen Montag eine Korrektur oder eine Ergänzung angeben. Ich hatte dort damals angegeben, es geht um einen Anwender, der starke Schulterschmerzen hat, als wahrscheinlich unerwünschte Nebenwirkung durch starke Medikamente. Es liegt eine Krebserkrankung vor und die Medikamente, die führen bei ihm zu wirklich starken Schmerzen, kaum aushaltbaren starken Schulterschmerzen. Und dort hatte ich die Empfehlung gegeben, habe das auch berichtet am 2.1. zum Workshop berichtet. Und da hatte ich angegeben, einmal die Anwendung SYL15, Schmerzen durch Krebs, weil eben die Grunderkrankung da ist. Dann die Anwendung U9, Schmerzen akut. Die Anwendung BOE3 mit dem Parasiten Enterococcus faecium. Und viertens hatte ich angegeben A22 Arthritis rheumatische. Der Anwender hat nicht, so wie ich es berichtet habe, die alle durchgeführt und ist dann nach 2 Tagen durch mehrfache Anwendung zu dem von mir berichteten Erfolg gekommen, sondern er hat die hier markierten Anwendungen SYL15, U9 und A22 nur einmal durchgeführt. Und da ich ihm das erklärt habe, dass auch diese Erreger mit den Schmerzen zusammenhängen können, die Erreger übrigens, die man im Labor gefunden hatte bei ihm, die mich angeregt haben, BOE3 zu empfehlen, hat er dann nur noch BOE3 täglich 2-mal durchgeführt. Also nur noch BOE3 durchgeführt und kam dann nicht nur nach den 2 Tagen zu deutlicher Reduktion der Schmerzen, sondern nach 4 Tagen schließlich hatte er keinerlei Schmerzen mehr. Obwohl er so starke Schmerzen vorher hatte, dass er es kaum noch erleben wollte. Also wirklich ganz große Schmerzen gehabt. Und die Schmerzmittel hatten bei ihm überhaupt nicht geholfen. Wahrscheinlich, weil es eben eine Nebenwirkung der Medikamente gegen Krebs bei ihm war, die er dann zum Glück mit BOE3 und 2-mal täglich und ohne die anderen Anwendungen beseitigt hat. Das wollte ich hier mal korrigieren, denn das gehört zur Wahrheit dazu. Und dieses Bild haben Sie schon mehrfach gesehen von mir. Da geht es darum, warum führt Agile Care eigentlich zu besserer Lebensqualität? Und jetzt ganz kurz zum Abriss geht es darum, bei jeder Erkrankung haben wir Sauerstoffmangel. Sauerstoffmangel, der dazu führt, dass in den Zellen kein ATP mehr gebildet wird. Und ATP brauchen wir als Energiequelle. Und wenn der Sauerstoffmangel da ist und die Energiekrise da ist, dann kommen dort Mikroorganismen hin. Mikroorganismen, die aufgrund des Ersatzstoffwechsels, zu dem die Zellen in der Lage sind, dort gute Milieubedingungen finden. Und diese Mikroorganismen in Dysbalance verändern die Situation so, dass sie eine Symbiose zur Erkrankung bilden, die Erkrankung quasi immer mehr etablieren. Und mit Agile Care funktioniert zum Glück der Ansatz, dass man die in Dysbalance bestehenden Mikroorganismen eliminiert, zerstört und dann nebenbei auch noch dafür sorgen muss, dass die Entgiftung laufen muss. Das ist die kurze Übersicht. Die kennen Sie, glaube ich, alle. Zumindest diejenigen, die hier im Workshop schon öfter Teilnehmer waren. Und heute möchte ich zum Vorgehen mit Agile Care vielleicht etwas bildend und informativer vorgehen, indem wir über die 4 Punkte sprechen, nämlich einmal Auswahl der Anwendung, dann vor dem Starten mit Agile Care, was soll da geschehen vor den Anwendungen, dann während der Anwendung
und was ist mit den Entgiftungen notwendig morgens und abends und was hält es damit auf sich? Und der erste Punkt, Auswahl der Anwendungen aus dem Katalog. Natürlich haben wir eine große Freude, zunächst erst einmal gerade wir als Hersteller, dass wir den größten Katalog weltweit haben und damit so ungefähr alles, was es gibt, absichern können, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Aber daraus ergibt sich natürlich die Frage, was wende ich an? Wenn ich nicht bloß eine Anwendung habe, so wie zum Beispiel beim Vivotom Premium, dort drücke ich aufs Knöpfchen und dann läuft das. Habe ich hier so ungefähr 3000 Anwendungen, was soll ich also da tun? Voraussetzung, um die richtige Auswahl zu treffen, ist zunächst erst einmal, das möchte ich hier einfügen, dass der Anwender über das neueste Setup der Software verfügt. Und wenn Sie jetzt in Ihre Software schauen würden und dort die Registerkarte rechts oben, nämlich Einstellungen, wählen, dann würden Sie finden, dass es die Version 7.0.19 ist. Und sollten Sie eine niedrigere Version haben, dann haben Sie nicht die aktuelle Software. Und sehen Sie zu, dass Sie bei Gelegenheit, um eben hier optimal zu arbeiten, die neueste Software durch ein Setup installieren. Und das bringt die Voraussetzung, dass Sie auch die Anwendung, die Sie suchen und die Ihnen vielleicht am besten hilft für die Verbesserung Ihrer Lebensqualität, dass Sie das auch dann dort finden. Und außerdem ist die Qualität der Signale von Mal zu Mal verbessert, denn wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Signalqualität. Und die Signalqualität ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Ja, nun aber zur Auswahl der Anwendung, die Sie einsetzen wollen, einsetzen müssen, einsetzen können. Sie können in der Software nach dem Wortstamm suchen. Sie wissen, es gibt dort oben ein Feld, da tragen Sie einfach den Wortstamm ein. Der Wortstamm, der kann nach Ihrer Befindlichkeit gehen, zum Beispiel Müdigkeit oder Energiemangel oder Sauerstoffmangel. Sie kann aber auch ein Symptom beschreiben, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder anderes. Kann aber auch der Wortstamm der Diagnose sein, zu der Sie geführt wurden oder die Sie vermuten. Das reicht völlig aus, dass Sie auch dort eine Vermutung haben. Wir wollen überhaupt nicht exakte Diagnosen hier erteilen und zuordnen, Gottes Willen, das brauchen wir nicht. Es geht immer um die dahinter liegenden Mikroorganismen. Und Sie können also auch in dem Wortstamm den Namen der Mikroorganismen, die Sie verdächtigen bzw. die Sie eliminieren wollen, wenn sie vorhanden sind, können Sie angeben. Und diese Mikroorganismen-Namen können Sie aus einer Laboruntersuchung entnehmen. Sie können sie auch aus unserer Tabelle auf der Homepage, dort haben wir eine Zuordnung zwischen Erkrankungen und Pathogenen, also zwischen Erkrankungen und Mikroorganismen, können Sie dort aufsuchen. Und Sie können aber auch den Wortstamm aus anderen Quellen entnehmen, wie zum Beispiel, wenn Sie mit uns zum Beispiel telefoniert haben oder die anderen Möglichkeiten. Das ist erst einmal, was Sie dort im Suchfeld eingeben. Und dann stellen Sie auf einmal fest, dass es eventuell nicht nur eine Anwendung dazu gibt, sondern mehrere. Und insbesondere werden Sie das feststellen, weil Sie ja meistens einen Katalog selbst von Ereignissen haben, die Sie eingeben wollen. So kommen Sie sowieso zu mehreren. Welche wollen Sie dann sozusagen herausnehmen? Wie können Sie die Auswahl eingrenzen bei mehreren Treffern zu dem jeweiligen Wortstamm? Da können Sie zunächst erst einmal einfach etwas wahllos heraussuchen und sagen, das starte ich jetzt und ich werde schon sehen, ob mir es gut geht. Das ist gar nicht so schlecht, die Idee. Und sie hat schon öfter, ich konnte im Workshop hier schon öfter berichten, dass die vielen Anwendern schon zum Erfolg gebracht hat. Das ist Vorgehen, einfach, ich probiere das doch mal. Zweitens können Sie bei der Eingrenzung der Auswahl, wenn mehrere Treffer vorliegen, auch energetisch testen. Diejenigen, die das beherrschen, mit einem Tensor zum Beispiel, sind da im Vorteil und berichten mir häufig Erfolge, weil sie nicht nur die notwendigen Anwendungen damit sehr gut auswählen, sondern auch die Bedingungen, nämlich die Häufigkeit zum Beispiel, wie oft sie es einsetzen wollen. Auch das können versierte Anwender testen mit einem Tensor. Und sie können natürlich bei mehreren Treffern auch
die Anfrage bei uns stellen. Sie können uns da ein Ticket schreiben oder eben anrufen. Natürlich ist es dort notwendig, uns noch zusätzliche Informationen zu geben über den Betreffenden, ob es ein Mann ist, eine Frau, alt oder jung, was es noch für Symptome gibt. Also ringsherum die Informationen noch, die erleichtern uns, Ihnen dann die Auswahl auch mit einzugrenzen, Ihnen zu helfen. Ich gebe gern zu, dass unsere Basis eine Statistik, zwar eine sehr gute Statistik ist, denn sie ist über 30 Jahre entwickelt worden von uns. Jedoch kann es immer sein, dass das Individuum nicht dieser Statistik entspricht. Aber es ist zumindest erst einmal ein sehr guter Einstieg und hat uns schon sehr, sehr oft vorangebracht, das Richtige zu tun. Soweit also zur Auswahl der Anwendungen aus dem Katalog. Dann gehen Sie so vor, dass Sie vor dem Starten der Anwendung Folgendes tun sollten, müssen, wollen. Und zwar zunächst erst einmal, weil ja unsere Mikroorganismen durch elektromagnetische Wellen, durch elektromagnetische Energie getroffen wird, die von unseren Elektroden ausgehen. Das bedeutet, sie müssen erst einmal durch die Haut und durchs menschliche Gewebe bis zu den Mikroorganismen gelangen. Deshalb muss die Haut und das menschliche Gewebe sehr gut in der Lage sein, sehr gut in der Lage sein, die Energie durchzuleiten. Und das ist am besten, und das können Sie am besten herstellen, diese Durchleitfähigkeit verbessern, indem Sie einen Elektrolyttrunk nehmen. Und wir empfehlen, und Sie sollten es auch bevorzugen, unsere Trunkempfehlung, und die finden Sie auf unserer Homepage. Dort können Sie auf der Seite ulrich-mtc.de/download sich das anschauen und auch den Text herunterladen und danach vorgehen. Außerdem sollten Sie in Vorbereitung in den Elektrolyttrunk sollten Sie ungefähr 20 bis 30 Minuten vorm Start der ersten Anwendung am Tag trinken. Außerdem sollten Sie sich auch noch persönlich weiter vorbereiten. Es wird auch oft nicht richtig ernst genommen und Sie sollten das doch berücksichtigen, was ich jetzt erwähne. Zum Beispiel für die längere Anwendung oder für Anwendung überhaupt sich persönlich vorbereiten, heißt zum Beispiel auf die Toilette zu gehen, dass man dann nicht überrascht wird und die Anwendung unterbrechen muss. Das wäre zum Beispiel eine. Man sollte entsprechend gekleidet sein, dass man auch bequem sitzt, und es geht nachher, spreche ich darüber, um Entspannung, und die kann man auch bei einer lockeren Bekleidung am besten tun. Und Bekleidung ist eine und das andere auch Entkleidung. Wenn Sie also die Elektroden nicht an den Füßen anbringen, die Haftelektroden, dann haben wir festgestellt und sehr viele Rückmeldungen haben das bestätigt, dass man barfuß aufgesetzt auf den Fußboden sehr gute Bedingungen schafft. Das also vorbereitend wegen der Bekleidung. Wenn Sie Wassermarkierungen durchführen wollen, und das kann jeder machen, der eine Zweikanalausstattung hat, das heißt entweder über das Gerät AgelCare Pro parallel verfügt oder sich den Erweiterungskit zugelegt hat, der kann dann zur gleichen Zeit auch noch Wasser markieren, das sozusagen während Ihrer Anwendung durchführen. Dann haben Sie eine Zweikanalausstattung, wenn Sie mit Wasser arbeiten wollen über den Tag, dann tun Sie das auch in der Vorbereitung, dass Sie eben entsprechend die Anordnung haben, die Glasflasche mit dem Wasser vorbereiten, sie mit den Elektroden versehen und vor dem Start eben gut ausgestattet sind, auch für die Wassermarkierung. Und dann sollten Sie die unter erstens herausgesuchten Anwendungen möglichst in der Software zu den Favoriten hinzufügen. Das geht ganz einfach. Ich glaube, das muss ich hier nicht noch sagen. Denn wenn Sie das zugefügt haben, brauchen Sie dann später nicht mehr zu suchen. Und Sie müssen auch nicht mehr überlegen, welche Anwendung Sie hatten. Das hilft Ihnen sehr, sehr gut weiter. Und der dritte Schwerpunkt für die Vorbereitung vor der Anwendung, also vor dem Starten der Anwendung, ist, wenn Sie die Elektroden sich aussuchen, die Sie verwenden wollen, Handelektroden oder Haftelektroden, also deren Art, und die Position sich aussuchen, wohin Sie die bringen. Haftelektroden kann man ja überall hinbringen, sich überlegen, was ist wohl die empfehlenswerte Position, nahe am Geschehen, sage ich immer, ist das Beste, und dann die großen Elektroden nehmen, die großen Haftelektroden. Aber wir wissen auch, wenn die Haftelektroden nicht zur Verfügung stehen, kann man auch die Handelektroden nicht nur in die Hand nehmen, sondern zum Beispiel auch unter die Füße bringen. Wenn man sie mit einem feuchten, richtig nassen Lappen umwickelt, ist es auch eine gute Ersatzlösung, und die ist nicht schlechter als mit Haftelektroden.
Und wenn Sie die Möglichkeit haben, entweder durch AgileCare parallel oder durch den Erweiterungskit, dann empfehle ich paralleles Arbeiten bei jeder Anwendung. Denn es hat sich gezeigt, durch eigene Erfahrung, aber auch vielen Rückmeldungen von den Menschen, die mit paralleler Anwendung arbeiten, also mit Elektroden, entweder mit 4 Haftelektroden oder mit 2 Handelektroden und 2 Haftelektroden, dass sich dort ein effektiveres Arbeiten und frühere Einstellen langhaltender Erfolge sich besser darstellen als mit nur einer Arbeit. Also wenn Sie parallel arbeiten können, dann sollten Sie sich das auch ermöglichen. Drittens, wie verhalten wir uns während der laufenden Anwendungen? Erst einmal sollten Sie sich aussuchen, was der optimale Zeitpunkt ist. Und hier kann ich wirklich nur den Rat geben, das zu testen. Denn es unterscheidet sich individuell ganz stark, welcher Tageszeit, entweder früh morgens, mittags, nachmittags oder abends die Anwendung fort durchzuführen ist. Das lernen Sie sehr schnell, den Unterschied, was für Sie zutrifft. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Mondphase eine Rolle spielt. Da gibt es ganz wenig individuelle Abweichungen oder gar keine. Wenn Vollmond ist, sind unsere Mikroorganismen, die uns belästigen, ganz stark in der Verbreitung und in der Fortpflanzung. Und deshalb ist die Mondphase die beste Zeit, Anwendungen durchzuführen, wenn man es sich aussuchen kann. Und deshalb empfehle ich das auch. Suchen Sie also einen optimalen Zeitpunkt aus, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. Wenn Sie natürlich ein Anwender sind, der irgendwo hingeht, wo die Zeit vorgegeben ist, zum Beispiel bei einem professionellen Anwender, da können Sie sich das nicht aussuchen. Aber es wäre ein Punkt, noch den Erfolg zu optimieren, wenn Sie sich den Zeitpunkt aussuchen könnten. Dann die Position, wo bewegen wir uns oder wo sitzen oder liegen wir? Also die Körperposition ist gemeint während der Anwendung. Halten Sie die bitte immer konstant während der ganzen Anwendung. Also während der ganzen Anwendung nur liegend, möglichst ruhig liegend, keine Beine übereinander schlagen. Oder wenn Sie sitzend bevorzugen, dann nur sitzend die ganze Zeit und wiederum auch die Beine nicht übereinander bringen und alles konstant halten. Das heißt, in dem Falle auch ruhig sitzen. Es geht darum, während der Anwendung auch möglichst gut entspannen zu können. Und das können Sie nur, wenn Sie ruhig liegen oder ruhig sitzen. Die Intensitätseinstellung am Gerät sollte möglichst hoch sein. Aber Sie wissen, dass wir die Frequenzen während der Abläufe ändern und Sie dann eine unterschiedliche Empfindung haben. Nicht die Intensität ändert sich von Schritt zu Schritt, wo Sie es ganz, ganz deutlich spüren, sondern es ist nur die Frequenz. Also es ist auch keine Gefahr. Es ist niemals ein Sicherheitsrisiko für Sie. Aber es gibt unterschiedliche Sensibilitäten der Anwender und es sollte zwar unbedingt über 40% sein, aber nur so hoch, dass es nicht unangenehm ist. Wir haben eine ganze Reihe von Anwendern, wirklich sehr, sehr viele, die immer mit 100% arbeiten. Sie kommen auch zurecht. Wahrscheinlich sogar ein bisschen besser. Aber es ist nicht notwendig. Sie sollten niemals unangenehme Situationen haben. Und sollten die eintreten, dann drehen Sie die Intensität ein klein wenig zurück. Jedoch niemals unter 40%. Dann ist es ganz wichtig, dass Sie entspannen. Die Entspannung führt dazu, dass Sie im Körper sogenannte Bandbreite für die Signale haben, die wir einleiten. Sie haben also freie Bandbreite dafür. Da ja alles im Körper, alle Zellfunktionen und alle Kommunikation im Körper auch mit zu den Mikroorganismen, da gibt es auch Kommunikation, und zwar ganz, ganz viele, rechnen Sie damit, dass jede Zelle in jeder Sekunde ungefähr 10.000 Lichtblitze bzw. Signale empfängt oder weitergibt. Und um das eben zu optimieren, das heißt viel freie Bandbreite zu haben, verhalten Sie sich bitte so, dass Sie während der Anwendung möglichst keine Kommunikation mit anderen Menschen führen, keine Telefonate, keine Spiele am Computer durchführen gleichzeitig und dafür sorgen, dass wenig äußere Reize kommen. Zum Beispiel könnte man den Raum, in dem Sie sind, nicht hundertprozentig, aber ein bisschen abdunkeln. Das verbessert auch schon die Bandbreite. Sie sollten auch gedanklich während der Zeit mehr Entspannung empfinden und keine gedanklichen Probleme bewältigen wollen. Das sollten Sie möglichst nicht tun, denn das würde auch die Bandbreite für die Durchleitung der Signale zu den zu eliminierenden Mikroorganismen
verringern und entscheidend verringern, dass sie vielleicht gar keinen Erfolg haben. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es ist, wenn sie in der Position sind, möglich, und sie sollten sich auch ermöglichen, dass die Füße Erdkontakt haben. Aber damit meine ich nicht den wirklichen Erdkontakt, sondern es reicht schon, wenn sie zum Fußboden die Füße aufsetzen können, barfuß. Das soll nicht dazu führen, dass sie frieren, dann machen sie es bitte nicht. Aber wenn die Temperatur so ist, dass sie das so tun können, dann verbessert es auch den Effekt. Und wenn sie mehrere Anwendungen machen, und meistens ist das so, entweder man macht unterschiedliche Anwendungen nacheinander oder man wiederholt dieselben Anwendungen doch einige Male, dann sollte es möglichst ohne Pause erfolgen. Ich weiß, das ist ein hoher Anspruch, weil das zeitlich nicht immer so gut einzusetzen ist. Aber wenn Sie es können, ist es ein Vorteil für den Effekt, ein Vorteil für den positiven Ausgang mit Agile Care zu besserer Lebensqualität zu kommen, wenn wir ohne Pause nacheinander die Anwendung durchführen. Ja, und viertens, das ist eine Randbedingung, eine ganz wichtige, nämlich die Entgiftung. Bevorzugt zur Entgiftung sollten Sie Naturzellit 10 Mikrometer einsetzen, und zwar nach den Anwendungsempfehlungen, die Sie auch auf unserer Homepage finden. Und bitte beachten Sie alle Punkte dieser Anwendungsempfehlung, denn die sogenannten Kleinigkeiten sind manchmal entscheidend. Und die Anwendungsempfehlungen besagen, dass Sie morgens 3 Gramm und abends 3 Gramm einnehmen. Und es gibt da keinen Bezug zum Zeitpunkt der Anwendung, sondern nur zum Zeitpunkt der Einnahme von Nahrungsmitteln bzw. Nahrungsergänzungen. Bitte beachten Sie das möglichst genau und pingelig. Sollte es aus irgendeinem Grunde nicht möglich sein, 2 Zeitpunkte zu wählen, dann nehmen Sie an einem Zeitpunkt nur morgens oder nur abends dann als Ausweich eben dann gleich 6 Gramm. Die Sie möglichst, ich sage das nochmal, pingelig nach unseren Anwendungsempfehlungen einnehmen. Und bitte bevorzugen Sie auch, wie wir es immer wieder empfehlen, Naturzellit 10 Mikrometer. Es gibt hunderte von Zeoliten und ich kann nur sagen, dass es sich lohnt, Zeolit der besten Qualität einzusetzen, und Naturzellit 10 Mikrometer gehört zur besten Qualität. Der nächste Schritt ist, wenn Sie Naturzellit einsetzen und der Meinung sind, Sie sollten sich weiterhin entgiften und jede Entgiftungsmöglichkeit sollte man nutzen, dann empfehlen wir dort zusätzliche Entgiftungsmöglichkeiten, wie nämlich das Schwitzen, Sauna benutzen, Chlorella einzunehmen und das wird auch oft vergessen dabei, dass wir auch Agile Care Anwendungen einsetzen zum Entgiften. Die Anwendung dazu finden Sie in der Gruppe Entgiftung. Sie wissen ja, dass wir 32 Gruppen in unseren Anwendungen haben und die können Sie auch aufsuchen über unsere Software. Und dann suchen sich die Ihnen logisch erscheinende Beschreibung der Entgiftung aus. Und dann hilft es auch, zusätzlich zu entgiften. Denn die nicht ausreichende Entgiftung ist die mir einzige bekannte ungewollte Nebenwirkung, die wir haben. Und die sollten wir vermeiden. Durch nicht ausreichende Entgiftung kann es zum Beispiel zu den Herxheimer-Reaktionen kommen. Und wie gesagt, die empfehle ich Ihnen zu vermeiden, indem Sie eben ausreichend entgiften. Weitere Möglichkeiten der Entgiftung empfehle ich immer wieder und das ist auch unabhängig davon, dass wir überhaupt Agile Care einsetzen, denn Agile Care erzeugt zwar durch die Eliminierung der Mikroorganismen freie Gifte, Schwermetalle und Schadstoffe im Körper, die schnellstens raus müssen durch die Entgiftung, aber es ist auch so, dass unsere Welt, unsere Erde sehr, sehr viele Gifte und Schadstoffe täglich emittiert. Es ist die Zahl ermittelt worden, auf der ganzen Welt werden pro Kopf im Durchschnitt 2 Kilogramm Schadstoffe jeden Tag emittiert. Und vor denen kann man sich nicht hundertprozentig, und wenn sie sich schützen und wenn sie sich bloß zu 99,999% schützen, dann bleibt immer noch dieses Tausendstel oder Zehntausendstel, was kumuliert und dann auch unsere Gesundheit gefährden würde, wenn wir nicht die Entgiftung vornehmen würden. Zum Beispiel eben bestens mit Naturzellit 10 Mikrometer und dafür sorgen, dass wir dabei gesund bleiben. Ansonsten bei der Aufnahme, wie gesagt, können wir uns auf den Kopf stellen.
selbst wenn wir geringe Mengen aufnehmen, kumuliert das und gefährdet unsere Gesundheit. Daher so großer Wert auf den Punkt viertens, Entgiftung morgens und abends legen. Ja, und ich möchte noch einen Zusatz geben. Dann haben wir sozusagen jetzt Vorbereitung und vor und während und nach jetzt gut beschrieben. Aber einen Zusatz möchte ich doch nicht verschweigen, nämlich wäre es hilfreich, nicht nur für uns, sondern auch für Sie, wenn Sie Rückmeldungen an uns geben. Das ist einfach möglich über die E-Mail-Adresse support@ulrich-mtc.de. Kurz beschreiben mit konkreten Angaben. Konkreten Angaben meine ich, wie oft haben Sie die und die Anwendung gemacht, die Anwendung konkret beschreiben. Das heißt auch dort den Quellencode mit angeben und andere Beobachtungen dabei mit konkret eingeben, wo Sie meinen, diese Beobachtungen sind wichtig. Vielleicht andere Maßnahmen, die Sie noch zusätzlich durchgeführt haben oder Erscheinungen, die Sie beobachtet haben. Die Rückmeldung ist also hilfreich, nicht nur für uns, sondern auch für Sie. Denn daraus ergibt sich eine bessere Beratungsqualität auf unserer Seite und von der können Sie dann auch Nutzen nießen. Dann bitte ich Sie oder sollten Sie, das ist meine Empfehlung, die AgriCare Workshops nutzen, sei es dann live, so wie jetzt im Moment oder eben mit der Aufzeichnung, denn über die Workshops, Besuch der Workshops, haben Sie einen Schulungseffekt, haben wir alle einen Schulungseffekt. Sie erfahren Neuigkeiten, Sie können Fragen stellen, die wir dann aktuell beantworten oder im Nachtrag. Und außerdem können Sie Neuigkeiten auch herunterladen. Zusammenhänge, die hier erläutert werden, können Sie wie heute Abend auch wie bei jedem Workshop herunterladen. Das ist ein Vorteil, der Ihnen auch einen besseren Stand bringt, einen besseren Stand bezüglich Ihres Ziels, Lebensqualität und AgriCare zu verbessern. Und dann drittens, Sie sollten niemals aufgeben. Es gibt keine unheilbaren Erkrankungen. Das habe ich nun in meinen vielen, vielen Berufsjahren und meiner Tätigkeit erkennen können und dürfen und auch am eigenen Leibe spüren dürfen, dass es keine unheilbaren Erkrankungen gibt. Es gibt mit AgriCare die Möglichkeit, ich will nicht sagen, dass AgriCare alles lösen kann, aber es gibt mit AgriCare die Möglichkeit, eine Vielzahl von Situationen durch die Eliminierung der Mikroorganismen zu verbessern, die Lebensqualität zu verbessern. Und wenn wir über einen Misserfolg sprechen sollten, dann ist die Ursache für den Misserfolg immer das Ergebnis von Ungeduld. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, auch über AgriCare hinausgehend. Wir sprechen sehr viel darüber in dem Informationsdienst AgriSmart. Es gibt also die Möglichkeit, sich bessere Lebensqualität zu verschaffen. Und es gibt den Satz, es gibt keine unheilbaren Erkrankungen. Ja, und zusammenfassend möchte ich Ihnen hier darstellen, noch einmal zusammenfassend zu dem heutigen. AgriCare beinhaltet große Potenziale für Leben ohne Krankheit. Ich glaube, wir unterschätzen dieses Potenzial noch immer. Damit meine ich nicht nur Sie, sondern auch uns. Also es gibt große Potenziale, durch AgriCare zu Leben ohne Krankheit zu kommen. Individuelle Lösungen, also der Umgang mit AgriCare, individuell. Damit meine ich die Art und Weise, umzugehen, das Aussuchen der Anwendungen, die Bedingungen sich zu gestalten, den Zeitpunkt zu verändern und das, was ich alles vorhin gesagt habe, gibt im Gesamtverbund möglichst günstige Bedingungen, können wir uns also selbst herausfinden und sie nutzen für bessere Lebensqualität. Und die stetig erfolgten Verbesserungen und Erweiterungen, hauptsächlich durch uns, durch den Hersteller, führen dazu, Ihnen die Möglichkeit zu geben, bessere Lebensqualität zu erlangen und diese Lebensqualität auch wirklich leben und nutzen zu können. Und deshalb nutzen Sie Ihre Chance. Das waren soweit jetzt meine Ausführungen zum heutigen Tage und ich hoffe, ich konnte Ihnen hier und da Anregungen geben, wenn es auch nicht Neuigkeiten sind, aber Anregungen geben, sich mit AgriCare die Lebensqualität zu verbessern.